Hallo und herzlich willkommen zu einer Schachpartie. Gefunden habe ich diese Partie in der Computerschach und Spiele, Juni, Juli 1999, Heft 3. Das geht um eine Partie zwischen einem menschlichen Spieler und einem Computer. In diesem Fall ist es Zarkov 5, K6 300 gegen Tauber H, Bediener Serflink, wenn das so ausgesprochen wird. Und zwar das Besondere an der Partie ist, dass hier lange Zeit nicht viel passiert. Und zwar hier bei Zug 33 steht hier das Kommentar. Etwa an dieser Stelle trat ich das erste Mal an das Brett und stellte erstaunt fest, dass noch keine einzige Figur getauscht worden war. Und sämtliche schwarze Figuren wieder auf der Grundreihe standen. Shuffle-Chess mal anders. Shuffle-Chess zur Erklärung, das ist, baut einfach mal eine normale also die Grundstellung auf vom Schach. Dann nehmt einfach von Weiß die Figuren auf der Grundreihe und shuffelt die einfach hin und her. Manchmal den König auf G1 stellen, den Turm auf F1, den Läufer auf H1 und so weiter und so fort. Das gleiche macht die spiegelverkehrt mit Schwarz, also König auf G8 etc. Das nennt sich dann Schuffelschach. In der Stellung fängt man dann an. Das Besondere an der Partie ist hier, hier steht bei Zug 61 der Kommentar, Rainer Serfling hatte noch 15 Minuten auf der Uhr und stellte seinen Zarkov wie auf 5 Minuten. Das heißt, der muss die Züge auch übertragen, bedienenderweise. Der, Herr Tauber sitzt ja nicht vor einem Schachcomputer, bei dem er die Züge einfach macht und dann macht der Gegner die Gegenzüge, sondern der sitzt ja vor einem normalen Brett und von daher muss der Zarkov-Bediener natürlich immer, manchmal Herr Tauber macht einen Zug, drückt die Uhr, dann muss der Zarkov-Bediener muss dann diesen Zug übertragen, der muss dann am PC, also bei Zarkov, den Zug eingeben. Dieser macht seinen Gegenzug, da muss der Tauber diesen Zug auf das Brett übertragen, die Uhr drücken. Das kostet ja seine Zeit. Das Besondere an dieser Partie ist hier, dass Weiß auf Zeit verlor. Weiß verlor auf Zeit. Es ist nicht eine einzige Figur getauscht worden. Das spoilere ich mal. Das ist, was repräsentativ für diese Partie ist. Das ist hier, dass Weiß, also Zarkov, die Figuren so zieht, dass eine dreimalige Zugwiederholung nicht vorkommen wird. Das heißt, zwischenzeitlich wird dann ein anderer Zug angestreut, wie König F1, G3, König G2, um die Zugwiederholung zu vermeiden. Da der Computer wohl so stark eingestellt worden ist oder so auf Gewinn spielend. Ich meine, danach, da war schon die geschlossene Variante. Da hätte er schon auf D5 tauschen müssen, dann wäre das gar nicht möglich gewesen, eine solche geschlossene Position zustande zu kriegen. Ich finde, daher ist das durchaus legitim, dass Schwarz auf Zeit gewonnen hat. Alleine schon, ja sagen wir mal, so geschmeidig zu spielen, dass das überhaupt zustande kommt, dass hier keine Figur getauscht wird. Das ist ja schon eine Leistung. Thank you.
So. Mit nur noch einer einzigen Minute auf der Uhr hielt Rainer die Uhr an und verlangte nach dem Schiedsrichter. Er protestierte, dass er keinerlei Chance habe, den Verlust auf Zeit zu verhindern, da er grundsätzlich ein paar Züge pro Zug benötige, also Sekunden, um die Züge zu übertragen. Sind da Regeln, dass die Uhr, also Sinn da, weil es wäre, dass die Uhr wird ja immer nachgestellt, dass nicht auf Zeit verloren werden kann. Ich kann das immer so schnell einschätzen, wie viel das jetzt ist hier, an Sekunden oder so, wie der Balken wandert. Auf jeden Fall nutzt er auch noch Protest nicht. Eher meine Frage an euch, wie seht ihr das? Hat Schwarz vollkommen legitim auf Zeit gewonnen? Ich finde durchaus. Also wer so geschmeidig, so geschickt spielt, dass keine Figur getauscht wird, dass der Computer nur noch hin und her zieht, der hat absoluten Gewinn auf Zeit verdient. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja, dann bedanke ich mich mal fürs Video. Ich lasse den Rest noch laufen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.